Heilige Scheiße, sie haben es schon wieder gemacht. Sie haben es schon wieder gemacht. Sie haben unterm Radar einfach mal ein neues Direct rausgebracht, was mich begeistert an der Stelle. Erstmal herzlich willkommen zu den Gen Idiots. Mein Name ist Zellers und ich präsentiere euch heute das ist ein Monster Hunter Direct. Werde mir das heute mal reinziehen. Hab mir das mehr oder weniger schon direkt reingepfiffen und haben mal gesagt, Alter, da sind so viele Infos drin, da sind so viele Sachen drin in diesem Direct, allein in diesem kleinen Indie-Showcase, was sie, in diesem kleinen Partner-Showcase, was sie hier hatten. Wir schreiben das Jahr 2020, 17.09. Und wie jeder andere bin ich an der Stelle auch ziemlich skeptisch rangegangen, habe gesagt, okay, die zeigen mal vielleicht ein bisschen was Interessantes. Nicht vieles, was mich begeistern würde. Und vielleicht gibt es ein bisschen mehr Infos zu Hyrule Warriors, was jetzt vor gerade mal letzte Woche angekündigt wurde. Aber denkst du, die kommen jetzt mit einer Riesenpackung Monster Hunter. Dazu erstmal gesagt, das Direct selber wurde einmal nur released mit dem mit einigen wunderschönen Infos, aber darunter auch anderen Spielen, die jetzt nicht unbedingt mich ansprechen. Unter anderem Snipers Elite 4. Es war ein geiles Spiel an für sich und auch das ist. Was das komische Golfspiel da ist, auch alles nett. Und selbst dieses Spiel, was für mich auch nur so halb, was ich nur so halb mitbekommen habe, muss man selber an der Stelle überlegen, wie der Titel nochmal war. Byland Wonderworld, habe ich immer wieder mal auf Twitter gesehen und auch die ersten Artworks und so weiter zu diesem Spiel. Es sieht sehr hübsch aus, dieses Spiel. Es wird bestimmt ein interessanter 3D-Plattformer. Könnte durchaus auch interessant sein, aber. Ist jetzt nicht so mega das, die Begeisterung wert. Die Ori and the Blind Forest habe ich gespielt und The Will of the Wisp wurde jetzt auch angekündigt für die Switch. Alles sehr interessante Spiele. Aber für den heißen Shit, den ich eigentlich heute machen will, sind wir eigentlich hier. Monster Hunter. Für Monster Hunter haben die extra ein eigenes Direct, ein eigenes Segment in diesem Ding eingebaut. 16 Minuten lang. Ich werde mit euch reacten. Zwischendurch mal kurz stoppen, dass ich mal für mich mal sehen kann, was da alles da noch geschwitzt wurde. Und wir werden uns das jetzt ganz entspannt reinziehen. Und ich rede schon viel zu lange, es sind schon 2 Minuten. Legen wir los. Hello there everyone. I'm Hey! Ryozo Sugimoto, producer at Capcom. Das Interessante ist, natürlich, Monster Hunter World läuft nach wie vor. Immer noch sehr geupdatet. Und bin sehr gespannt, tatsächlich zu sehen, wie sich dieses Monster Hunter Spiel machen wird. Und alles, was jetzt, allein, ich muss jetzt schon stoppen, alles, was man jetzt schon in dem Bild gesehen hat, dieses Japano-Setting, dieses Steintor und alles, triggert mich schon direkt, triggert schon direkt den Japan-Fan direkt in mir an. Dann geht's weiter mit diesem Burschen hier, wer auch immer das ist, direkt mal gedacht, das könnte ein Remake sein zu Tales of Vesperia, weil dieser Hund sieht aus wie Repeat aus diesem Spiel, also einer der Begleiter von dem Hauptcharakter. Und wir gehen weiter durch die Szenerie. Kleinere Viecher, kleinere Monster, viel Japan-Setting, hier überall Bambus, alte Ruinen von einem Tempel. Und da sehen wir jetzt einen Typen mit einem Langschwert. Aber erstmal gedacht, Alter, was soll das jetzt eigentlich für eine Scheiße sein? Und dann sehe ich aber hier direkt an seinem linken Arm der Gigantes-Set und an seiner Brustplatte und dachte, nein, nein, das ist ein Monster Hunter. Das ist ein fucking Monster Hunter. Und dann sieht man den guten Boy, den Hund, einfach geil, den Palico, den Kater, ach, spitze. Sieht sehr schön auf jeden Fall aus, zu spielen. Und man kann mit dem Hund hier überall klettern und alles. Spitze, hammergeil. Und dann gibt es diese komische Mechanik. Dazu werden sie später noch etwas sagen. Man kann nämlich in diesem Spiel überall klettern. Egal wohin, was man sieht, kann man hinklettern. Das ist voll geil. Gab's noch nicht bei Monster. So. Und sie zeigen sehr viele neue Monster in diesem Trailer. Allein in diesem Direct haben sie, glaube ich, 4 oder 5 neue Monster gezeigt. Und natürlich das Flagship-Monster selber. Wir haben auf jeden Fall den Agnosum, ein komisches Feuervogelteil. Speit Feuerbälle und hat so ein komisches Emblem, den Tetranodon. Bläht sich auf. Great Itsuchi, der mir sehr gut gefällt. Allein wegen dieser Teamattacke gerade mit seinen beiden Kollegen da.
Hammer. Dann haben wir den Tobi Kadachiyama gesehen an der Stelle. Das heißt, der wird auf jeden Fall auch in dem Spiel auftauchen. Und das Flagship-Monster Magnamolo. Geil. Nazuros sehen wir an der Stelle. Sehr gespannt, was man mit dieser komischen Mechanik mit der neuen machen kann an Kombos. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus, das Spiel. Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch, angekündigt für den März 2021. Ah, und ich bin direkt verliebt in die beiden da. 26. März, jawohl, so ist es. Sehr gespannt, muss ich sagen. So, what did you think about Monster Hunter Rise? Nimm mein Geld. Das ist interessant. Es sieht aus wie eine verbesserte Version von Monster Hunter Generations auf der Switch. Kann man ebenfalls auf der Switch holen, klassisches Monster Hunter Gameplay. Aber ein bisschen von der Grafik her ein bisschen gebufft, sodass es noch auf der Switch passt. Dass es noch schaffbar ist für die Switch. Aber mit neuen Mechaniken, teilweise aus Monster Hunter World, teilweise aus den vorherigen klassischen Titeln. Und alle meine Sinnesorgane sind komplett fixiert. Ich muss das jetzt zocken. Wo kann ich es runterladen? Wo kann ich es kaufen? Und deshalb bin ich sehr gespannt, was die alles zeigen werden. Weil es gibt zwar dieses Direct, aber es gibt einiges, wo sie noch nicht gezeigt haben. Yo, was geht da, Ichinose? Yasunori. Ich bin gespannt. Genau, dann haben sie diese neue Mechanik. Und die Hintergrundmusik. Ach, ich bin verliebt. And elevated platforms. Genau. Jetzt kann man überall hinklettern. Gott, das ist verrückt! Monster Hunter. Ganz kurz. Monster Hunter war immer so eine mega statische Angelegenheit. Man hat irgendwann mal kleine Abhänge gehabt, wo man runterspringen kann und man konnte solche Sprungangriffe machen und sowas. Es hat aber auch sehr lange gedauert, bis es sowas mal gab. Also in den ersten Monster Hunter hat man sowas überhaupt nicht gehabt. Man ist runtergesprungen, hat dann landen müssen. Der Gegner, also das gegnerische Monster hat einen inzwischen angreifen können und alles Mögliche machen können. Dieses von Klippe zu Klippe springen ist wieder ein mega Sprung. Es gab erst nur Abhänge, wo man runterspringen konnte. Dann gab es auch nur Abhänge, wo man mal endlich Angriffe machen konnte davon. Dann gibt es Abhänge, wo man verschiedene Angriffe machen kann, egal welche Waffe man 3-4 Angriffe gehabt pro Waffe. Mit verschiedenen Verwendungszwecken. Und jetzt kommen die hier mit, was weiß ich, mega Spider-Man Power. Und ich bin hype. The Wirebug. Komplett. Also, the Wirebug. Several of these small bugs around, and they allow you to climb to a variety of places that would normally be out of reach. Ich kann mir nur vorstellen, dieses Wirebug-Funktion verbraucht unglaublich viel Ausdauer. Und da haben wir schon ein Beispiel für die Angriffe, sehr cool. Ich erwarte, wie gesagt, an der Stelle sehr klassisches Monster Hunter Gameplay, gepaart mit ein paar Mechaniken von Monster Hunter World. Weil auch Monster auftauchen aus Monster Hunter World. Unter anderem. Boah. Wie gesagt, also die Umgebung gefällt mir sehr gut. Also alle Japan-Alarmglocken knallen bei mir komplett durch und ich denke mir, oh, ich muss das jetzt spielen. Jetzt brauche ich das Ding. Nicht in 3 Monaten, 4 Monaten oder 5. Alles sind 6 Monate, glaube ich, oder? Oh, Gott. 6 Monate muss ich warten auf das Spiel jetzt. Was für Aktionen man machen kann. Man kann sich abstoßen von einer Wand, dann hochziehen, dann rüberziehen zu der Klippe. Boah, auch schön sieht es schon aus direkt. This area is characterized by the scattered ruins of an ancient shrine, hence the name. I can't explain in too much detail, but there are lots of things to discover. Sind das aber verbundene Bereiche oder sind das jetzt, weil das wirkt für mich alles sehr verbunden wie Monster Hunter World, wo du von einem Ort zum anderen kommst ohne Ladebildschirm oder irgendetwas. Weil klassisches Monster Hunter hat immer zwischen den Arealen einen Ladebildschirm. Hm. Ich bin gespannt. Es kann sein, dass sie es auch erwähnt haben. Das werden wir noch mal ganz kurz gucken.
Ein Paramute. Ich liebe diesen Köter. Ich liebe diesen Hund. Alter, guck dir mal an. Woo-woo, wie abgeht. Alter. Oh, das gibt wieder die Titzwespen. Halt, stopp. Das habe ich gut gesehen gerade, ja. Gott, wie schnell der ist. Ah, und man kann auf dem reiten und dann währenddessen Heil-Items benutzen und so. Alles klar. Wie ist es aber dann regulär, wenn du ohne unter dem Viech unterwegs bist? Oh, man kann den auch angreifen lassen. Warte. Halt. Das habe ich gerade mal mit einem halben Ohr gehört. Ah, es gibt verschiedene Support-Types. Also einmal den Support, den Rein-Support, also sprich den man reiten kann. Ah, und den Palico, den man auch als Support haben kann, okay. Und dann gibt es bei den bei diesen Hunden, bei den Palamutes, gibt es noch die Attack-Types, die dich noch im Kampf unterstützen. Das ist ein fucking Traum an der Stelle. Dream come true, weil... Warte. Halt! Man kann bei Online-Partien einen Partner mitnehmen, egal was das für einer ist, ob das ein Angreifer ist, ob das ein Supporter ist. Ich denke, die Angreifer werden ziemlich, ziemlich heftig sein, als auch die Supporter, weil... Kleine Geschichtsstunde mit Zillus, weil es gab bisher beim Online-Jagden, egal ob es Monster Hunter die klassischen sind oder Monster Hunter World, gab es immer nur die vier Jäger. Man hat dann keine Begleiter mehr dazu rufen können oder irgendetwas oder irgendwas, was einen noch unterstützt. Man hat dann nur die vier Jäger gehabt. Die vier Jäger mussten sich gegenseitig heilen und buffen und alles Mögliche. Dass man jetzt hier zum Beispiel Palicos mitnehmen kann, also die Katzen mitnehmen kann, die dann nochmal währenddessen heilen und alles, das macht das Spiel etwas leichter, behaupte ich jetzt mal einfach an der Stelle, weil man muss nicht mehr so viel darüber nachdenken, okay, wie viel HP hat gerade mein Kollege, wie viel, was lohnt sich jetzt an der Stelle zu machen, sondern das Heilen wird eigentlich von den Viechern schon direkt abgenommen, also machst du dir eigentlich mehr über einen Damage-Gedanken und kannst damit auch dich komplett drauf konzentrieren, nur auf Damage zu gehen. Oder, das kann ich mir sehr gut vorstellen, alle vier Leute nehmen irgendwelche Damage-Viecher, also sprich nur die Palamutes, nur diese Hunde, und knallen dann nur Damage auf das Viech drauf und machen dann irgendwelche Speedruns da. Ich kann es mir vorstellen, ich wäre einer davon. Also das ist cool, das ist neu. Also das konnte man bisher noch nicht. Neue Monster, her damit. Let's go. Ich möchte neue Viecher schlachten. Ich sehe schon auf jeden Fall. Ja, Magnamalo. Und da haben wir hier einen sehr eingeschüchterten und sehr panischen Tobi Kadachi an der Stelle. Und ja, ich freue mich, dass der wieder da ist. Weil der wird garantiert nicht nur in der Cutscene bleiben, der wird auftauchen als regulär jagbares Monster. Cooles Teil, gefällt mir so gut. Ein cooles Viech aus Monster Hunter World. With a strong air of menace about. So, kurz, ganz kurz. Magnamolo. Magnamalo. Boah, ich muss mir das gewöhnen. Ist nicht so leicht, denn der Name. Geht nicht so leicht von der Zunge. Magnamalo. Scheint ein normaler Kampfwüfer zu sein, der ein bisschen was vom Zinokre hat. Sehr schnell sein wird wahrscheinlich auch. Und diese dunklen Schleier, die seinem Schweif umgeben und seine Zähne, werden höchstwahrscheinlich Drachentyp haben. Drachenschaden machen. Oder, und das ist etwas, was es lange nicht mehr gab bei Monster Hunter, da gab es mal zwischendurch den Gore Magala, der Gegner als auch andere Monster in einen Wahnzustand bringen konnte. Und da gab es ein bestimmtes Element dazu, ich glaube, das hieß einfach nur Wahnsinn. Was es nur bei den klassischen Monster Hunter gab, und zwar bei Monster Hunter auch Generations, glaube ich, oder war das 4? Ich glaube sogar 4. Wo das Viech zum ersten Mal aufgetaucht ist, dieses Element. Und ich kann mir vorstellen, das wird wieder ein Thema. Und das ist ein cooles Story-Element, weil das war ein interessantes Story-Element tatsächlich in Monster Hunter 4. Ich weiß nicht mehr, ob es Generations war oder 4. Jawohl, dann Agnosom. Sieht interessant aus. Agnosom is a bird wyvern that attacks hunters. Hab ich das gerade richtig gesehen? Der kann sein komisches Kopfding wie so eine Hand bewegen. Okay. Let's go. By changing its shape and using it as a weapon. Ah, der kann sein komisches Teil, kann er entweder spitz
richten und auf die zustoßen oder als Flächen als Schaufelding benutzen. Cooles Teil, bin gespannt. Der Great Itsuchi. Da bin ich sehr gespannt, weil anscheinend hat er Teamangriffe mit seinen Itsuchi Unterarten. Mit seinen Its main characteristic is that it tends to move around in groups of three. Okay, also es hat immer eine. Es läuft immer zu dritt mit zwei Itsuchis und hat Teamangriffe. Das ist cool. Das ist unglaublich cool. Gab es bisher wirklich noch nicht. Es gab mal zufällige Begegnungen, dass wirklich solche zum Beispiel kleine Viecher sich zusammengerottet haben mit einem großen anderen Viech und haben dann dicht zusammen angegriffen, also mehr oder weniger zufällig, in Worlds of the World schon ein bisschen gestörter, weil man hat schon gemerkt, dass die Jagra zum Beispiel viel expliziter darauf eingehen, wenn jetzt zum Beispiel der Jagra, der große Jagras in der Nähe ist, dass die dann auf dich zukommen. Meistens sind aber dann die kleinen Viecher eher zur Seite gegangen, wenn ein großes Viech gekommen ist, zum Beispiel bei der Anjanat oder sowas. Und sind dann zur Seite gegangen und haben sich eigentlich ziemlich rausgehalten und dann quasi gewartet, bis der Kampf sich gelegt hat und quasi die Überreste von dem Jäger oder von dem Monster, das man geschlachtet hat, sich daran zu laben. Und das ist jetzt zum Beispiel eine ganz coole Mechanik, tatsächlich, dass die Kleinen unterwegs sind und richtig koordinierte Angriffe machen mit ihren Anführern sozusagen. Das ist sehr geil. Tetranadon. Und Tetranadon. It swallows up gravel to expand its body and then charges at hunters. Okay, also der bläst sich auch auf. Das sieht ziemlich neu aus. Also ich erkenne das Moveset an der Stelle nicht. Bläht sich auf. Oh, halt. Also bläht sich auf an der Stelle und greift dann halt mit seinem dicken Bauch an, macht dann fette Welle und hat Moos auf dem Rücken und so. Sieht sehr interessant aus. Hat so einen Schnabel wie so ein Schnabeltier. Bin sehr gespannt, ist das jetzt das Monster, Schnabeltier-Monster? Es sieht von mir. Das ist Anton! Geil. Auf jeden Fall, wir sehen hier an der Naturos, ein Monster, das liebend gerne Honig isst und Klauen hat und scharfe Krallen und Zähne hat wie ein Bär. Ist buchstäblich das Monster-Bär sozusagen. Tetranodon und Arzuros are in a fight. Und das ist cool. Das ist eine Monster Underworld Mechanik. Die Monster bekämpfen sich gegenseitig um Territorien. Und ich bin gespannt, was sie dazu noch erzählen werden, weil das ist eine Monster Underworld Mechanik. Bin gespannt, wie groß wird die Anzahl Monster sein, die man da mal schlachten kann. Weil die war bei Generations beeindruckend. Bei World ist sie zwar gewachsen, ist aber immer noch nicht so groß wie bei den klassischen Spielen. Und von dem her bin ich gespannt, was die hier alles einbauen. So, und hier haben wir die Hauptstadt Kamura Village. Cool. Ah, sieht es hübsch aus. Diese ganze Ästhetik gefällt mir so gut. Ich will dort leben. Oh, die Stadt sieht schön aus. Okay. Aber da kann das Spiel eigentlich endlich mal rauskommen. Gerade angekündigt, aber ich will es jetzt sofort zocken. Geil. I just got an important letter. It looks like we've got a rampage on our hands. I can't say anything yet about the rampage, but we are aiming to provide a new experience with this. So please look forward to future announcements. Das analysiere ich mal ganz kurz, weil Rampage heißt für mich, ist eine Anspielung auf den Effekt, den der Goremagala hatte. Und dieses krasse Viech hat, wie gesagt, andere Viecher beeinflusst und hat an der Stelle so einen Schleier, einen Nebel gehabt. Und wenn der zum Beispiel andere Monster angegriffen hat oder in der Nähe von dem Gebiet war, hat das Monster beeinflusst und die sind dann wiederum in einem permanenten Rage-Modus unterwegs gewesen, haben teilweise neue Angriffe gehabt, waren teilweise, also die waren echt brutal unterwegs an die Viecher. Und dieses Viech hat diese Mechanik dann eingeführt und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Magma Malo, irgendwann merke ich mir den Namen, auch diese Mechanik hat und darauf freue ich mich unglaublich, weil die Kämpfe werden dann sehr anspruchsvoll dadurch.
Allein die Viecher damals waren schon sehr, sehr schwierig zu besiegen. Allein wegen dem Viech. Wegen diesem Effekt. We hope you liked what we've shown so far. Auf jeden Fall. Her damit. Gib her. Auch Geld. Ich brauche ein Release Date. Okay, also wie gesagt, 26. März. 6 Monate, die ich warten muss. Scheiße, ich freue mich aber schon drauf. Okay, du brauchst gar nicht über die Standard oder Digital, wir reden hier über Collectors. Ich möchte nur eine Collectors Edition haben. Ah, okay, wenn man Pre-Order macht, dann kriegt man auch diese Skins für den Hund bzw. für die Katze. Süß. Also, we will be releasing these three Amiibo from Monster Hunter Rise on the same day. Amiibo, wirklich? Ihr wollt wirklich mein Geld haben an der Stelle. Verdammt Nintendo. Verdammt Capcom, Alter, die wollen mein Geld. Die sehen aber auch geil aus. Ich liebe diesen Palamute. Also ich liebe allein die Pose und ich kann mir das auf so einem kleinen Amiibo-Ding vorstellen. Oh, das wird cool aussehen. As the launch of the game. Using these Amiibo lets you unlock special layered armor. Die haben gerade wirklich gesagt, dass es Layered Armor gibt, die Paid DLC, die man nur bekommt. Also Rüstung, die man über der Rüstung trägt, rein für das Design. Das man nur bekommt, wenn man sich so ein Amiibo holt und dann einscannt. Okay. Spiel vorbestellen, Zellos, und die drei Amiibos vorbestellen. Dankeschön. On top of lieber that, mein Geld. You can also enter a daily lottery in the game for a variety of useful items. Aha. We will provide more details on these Amiibo in the future. Okay, die wollen dann auch eine tägliche Lotterie mit diesen Amiibos einführen, wo man nochmal Items bekommt. Wahrscheinlich Tränke und alles mögliche. Okay. Dazu kommt jetzt gleich ein Trailer von Monster Hunter Stories 2. Das werden wir uns auch mal ganz kurz anschauen. Ich bin kein riesen begeisterter Mensch über Monster Hunter Stories. Den ersten Teil habe ich nicht gezockt gehabt, damals, als er auf dem 3DS erschienen ist. Ist anscheinend sehr beliebt gewesen, dermaßen beliebt gewesen, dass man jetzt eine Fortsetzung gemacht hat daraus. Ich finde die Idee, ein Monster, so ein gigantisches Viech zu reiten und gegen andere Viecher anzutreten in einer Art Pokémon-Fasson, also Art Pokémon-Kämpfen, finde ich nicht komplett abwegig, nicht komplett schlecht. Ist nur für mich... der eigentlich erzogen wurde, sage ich mal in Anführungszeichen, beim Spielen von Monster Hunter, diese riesen Viecher zu jagen, die einfach einen mit einer Pranke vernichten können mit ein, zwei Schlägen, ist für mich dann schon ein bisschen weit hergeholt, vielleicht ein bisschen zu anime-tastisch, aber prinzipiell eine nette Idee. Please look forward to more information on that as well. Und gerade nochmal als Nachkommentar, dadurch, dass sie die hier irgendwelche verbastelten Sachen haben wollen mit Monster Hunter Rise und Stories 2, heißt für mich, dass es irgendwelche Inhalte geben wird in Monster Hunter Rise, die man nur freischalten kann, wenn man Monster Hunter Stories 2 gespielt hat oder besitzt. Was für mich auch wieder so ein bisschen Paid DLC ist. Ich hoffe natürlich, das wird nicht zu viel sein. Weil das könnte auch viele Leute ein bisschen abschrecken, das extra zu holen. That's all for Monster Hunter Rise for now. Genau. But Mr. Ichinose has a few final words for you. Okay. Thank you for watching this introduction of Monster Hunter Rise. We are currently working hard on completing the development of this new Monster Hunter game. Your reaction to this announcement will give us strength and motivation. Das ist so geil. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich bin, glaube ich, am Anfang vom Spiel erstmal damit beschäftigt, mich einfach nur umzuschauen. Einfach nur gucken, wo kann ich hin und wie sieht's aus, wenn ich dann auf einem riesen Berg stehe und so. Wo kann ich hingucken? So, noch eine kleine Analyse machen wir dann auch nochmal zu Monster Hunter Stories 2. Muss allerdings... Wie ich schon gesagt habe, kein Fan und auch kein Spieler von Monster Hunter Stories. Könnte man theoretisch überspringen, aber ich gehe auch noch mal kurz drauf ein, weil prinzipiell finde ich die Prämisse nicht mal uninteressant, also können wir das gerne mal machen. Schon mal direkt zum Anfang Anime Waifu Nummer 1.
Was ich allerdings sagen muss an dieser Stelle, Monster Hunter Stories sieht vom Grafikstil aus, gefällt mir sehr gut. Dieser leichte CG-Comic-Stil, den sie auch bei vielen Anime-Spielen von Bandai Namco und das erinnert mich sehr an Ni no Kuni zum Beispiel, vom Stil her, vom Grafikstil her. Und finde ich sehr sympathisch, gefällt mir einfach an und für sich. An der Stelle gibt es mir ein bisschen Gänsehaut tatsächlich, dass ein Rathalos mit übermoost ist, mit Narben übersät und alles mögliche. Irgendwie gefällt mir das. Von der Idee, von soll ich sagen, vom Gefühl her. Okay. Was mich zum Beispiel jetzt zuziehen würde zu diesem Spiel, weil ich Xenoblade-Fan bin, ich stehe total darauf an dieser Idee, wenn ich das jetzt mal kurz ein paar Sekunden zurückgehe, dazu stehen und zu sagen, okay, ich kann dorthin und da, also ganz weit vorne, kann dorthin und triggert auch eine Quest an, kann dann komplett auf Erkundungsjagd gehen und sowas. Mein Problem ist allerdings nur, dadurch, dass du die ganze Zeit auf dem berittenen Viech sein sollst anscheinend, geht es eigentlich relativ schnell von A nach B und du siehst, kannst wenig erkunden tatsächlich, sondern es geht mehr um Ziel erreichen und fertig. Noch ein paar andere Reiter dann mit dem Hauptcharakter, die dann wiederum andere Monster halten. Das ist für mich der Abturner an der Stelle. Es tut mir leid. Nicht das. Auch nicht das. Aber das. Das ist für mich der Abturner an der Stelle. Weil für mich dürfen Palikos nicht reden. Palikos sind süße kleine Katzenviecher, die mich begleiten und mit mir Monster schlachten. Es tut mir leid, Capcom, du hast mich verloren. Aber das bin nur ich. We don't know if it's the right monster. Our mission is to see if it truly has catastrophic power. Rathalos are disappearing from their natural habitats. Okay, Anjanath sieht auch bei diesem Comic-Stil irgendwie ganz gut aus. Gefällt mir. Mach weiter so. Monster Hunter Stories 2. Sagen die noch ein bisschen was dazu jetzt? Ich möchte eigentlich schon direkt losschießen. Ein paar Sachen, die mir gefallen und nicht gefallen. Auf jeden Fall für Sommer angekündigt. Ich weiß nicht, ob es bis dahin mehr Infos gibt und für mich auch schon mal ein bisschen Hype entsteht zu dem Spiel. Ist für mich jetzt erstmal so ein netter kleiner Beisatz zu Monster Hunter Rise tatsächlich. You'll be joined on your adventure by a number of popular monsters from the main series. And the bonds you forge together will have far-reaching implications as the plot unfolds. Hey, Andrew, was geht? Our emotional story begins with the mass disappearance of Rathalos from around the world. As the descendant of die kenne ich auch, diese blauen Viecher, aber die sind aus früheren Spielen. Ich habe vergessen, wie die heißen. Auch coole Teile. Who has been entrusted with an egg. I can't say much more at this point in time. But just as the title of story suggests, we're working hard to provide fans with a fantastic narrative worthy of the series. On top of that, we're including elements that connect this game with Monster Hunter Rise, so please look forward to that as well. With the game slated for release in summer 2021, ich bin ganz ehrlich, im Moment bin ich nicht Richtung RPGs unterwegs. Ich finde zwar die Idee geil aus... Ich liebe einfach allgemein Monster Hunter Content. Dass es ein RPG ist an der Stelle, ist so ein minimaler Abturner für mich. We've created official websites and social media. Da gehen wir noch mal ganz kurz drüber am Ende. Aber ganz kurz wirklich noch. Aber das wird jetzt keines von diesen 40 Minuten Analysen, also Nachanalysen, die ich jetzt mache. Sondern wirklich nur 2-3 Minuten. Wir wollen auf jeden Fall noch mehr Infos zu den beiden Spielen geben am 25. und 26. Das wäre, da würde ich mich drauf freuen. Wird, glaube ich, eine komplett Online-Veranstaltung sein über Twitch. Werde ich mir da reinpfeifen auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz drüber. Wie gesagt, nur ein ganz short.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich mal über Monster Hunter Stories 2 überhaupt was, Monster Stories 2 überhaupt was schwitzen soll. Auf jeden Fall Monster Hunter Rise komplett gehypt. Wenn's auch nur ganz kurz drüber gehen hier an der Stelle. Wird auch ohne Sound jetzt an der Stelle. Trailer brauchen wir uns gar nicht reinziehen. Was cool ist erstmal, dass jeder. Oh, halt, das Viech muss ich mir kurz mal anschauen. Was bist du? Wer bist du? Weil da gibt es ein Spinnenviech, das kenne ich. Und ich bin nicht sicher, ob es das ist. Nochmal ein Viech, das ich eventuell an der Stelle sehe. Und von früher kenne. Auf jeden Fall, diese Klettermechanik, mega interessant. Sehr überraschend, dass sowas quasi mit der alten Engine noch gemacht wird. Aber super geil. Für mich sieht das aus wie die klassische Monster Hunter Engine von Generations. Gepaart mit neuen Inhalten, neuen Mechaniken aus Monster Hunter World, als auch von eigens erstellten Mechanik. Dieses Wirebug finde ich super interessant. Und die Prämisse, dass du quasi überall, egal wo du bist, den Hügel, wo du siehst, da kannst du hochklettern. Ich vermute einfach an der Stelle, das mutmaße ich einfach mal, die brauchen unglaublich viel Ausdauer für die ganzen Aktionen und für das Klettern braucht man wahrscheinlich unglaublich viel Ausdauer. Bin gespannt, was die damit machen werden und ob es dann auch Viecher gibt, die man dann auf den Bergen verfolgen muss. Das würde ich sehr interessant finden, sehr geil finden. Dann das ganze Japan-Setting. Total Hammer, bin total begeistert davon. Kann mich nicht satt sehen an jedem Screenshot hier. Und dann natürlich den Palamute. Der süße kleine Hundebegleiter, den man hier bekommt, auf dem man reiten kann. Der dafür sorgt, dass man selber keine Ausdauer verbraucht und man währenddessen, während man auf dem reitet, hier Tränke trinken kann und so und sich buffen kann und wie auch immer. Geile Geschichte. Und ich werde Stunden damit verbringen, nur auf dem Viech zu reiten und mich auf dieser Welt umzuschauen. Für mich sieht das auch so aus und wenn ich das nicht falsch liege, habe ich das auch sogar so halber mitbekommen, dass die Welt komplett bereisbar ist, dass es keine Ladebildschirme zwischen den Bereichen gibt. Das ist sehr, sehr geil. Und das haben sie aus World übernommen und ist eine lang benötigte Verbesserung im Vergleich zu den klassischen Monster Huntern. Dann haben sie hier verschiedene Support-Typen gezeigt. Einmal die Padikos, die halt an der Stelle als Angriff, als Support-Typ auftauchen. Die quasi nur die ganze Zeit Heilungen machen sollen, irgendwelche Fallen legen sollen, irgendwelche Messer werfen sollen, die vergiften und solche Geschichten. Also allgemein eher so ein bisschen Supporter-Rolle haben. Dann haben sie die Palamutes gezeigt und das zeige ich auch nochmal ganz kurz die Szene, weil mich das sehr angesprochen hat an der Stelle. Dass dieser clevere Hund einen als Begleiter da steht und auch mit angreift und alles. Ich weiß nicht, ob es da großartig ein Moveset geben wird oder wie die situationsbedingt reagieren werden oder sowas. Aber prinzipiell, sowas wünschte ich mir eigentlich schon immer. Also irgend so ein Viech, egal ob es jetzt ein Hund ist oder irgendwas, das einen so ein bisschen unterstützt. Zusätzlich zu dem Kater, weil der Kater, der war zwar immer sehr interessant, aber der ja, man hat ihn jetzt schon 3, 4, 5, 6 Spiele schon länger gehabt auf jeden Fall. Das ist schon ein Veteranviech definitiv und eine Abwechslung ist definitiv sehr gerne gesehen, sage ich mal. Der Great Itsuchi, sehr interessantes Viech, habe ich lange darüber gequatscht. Tetranodon, Enton in Monster Hunter Form, bin sehr gespannt, was du so drauf hast, wie deine Rüstung aussehen wird, wie deine Waffen aussehen werden. Sehr viel Spaß damit, eine Art Frosch. Ente-Kreuzung. Dann haben wir die Gebietskämpfe zwischen den Monstern. Monster Hunter World Mechanik. Ich bin sehr fasziniert darüber, dass die alte Engine nehmen an der Stelle. Schönere Texturen drauf machen. Neue Monster einführen und sagen, okay, ihr fandet Monster Hunter World, fandet ihr geil. Wie wäre es, wenn wir ein paar Mechaniken da aus Monster Hunter World dazu nehmen? Ich frage mich allerdings auch, ob es diesen Enterhaken, den man bei Monster Hunter World hat, ob es den dann auch gibt. Ich glaube eher nicht. Dann einmal die Hubworld, wie gesagt, sehr, sehr schön, was ich so gesehen habe. Diese ganze Ästhetik, Japan-Ästhetik, mega, mega begeistert davon. Bin sehr gespannt, was es da noch so alles zu entdecken gibt.
einfach nur die Umgebung. Ist auch wieder so ein Spiel, wo ich mir auch wieder so ein Trailer, wo ich mir jeden Screenshot gerne mal im Detail angucken würde. Aber so viel Zeit haben wir an der Stelle nicht. Dann natürlich das Release-Date, 26. März. Wird es definitiv holen, wer Interesse hat und es gerne im Multiplayer zocken will, einmal in unseren Discord kommen. Der Link dazu in der Beschreibung. Und dann kann man sich gerne mal zu einer Jagd oder zwei oder ein paar Tausenden treffen. Dann haben wir auf jeden Fall die digitale Edition plus die DLCs, die es dazu geben soll. Layered Armor, Palamute Layered Armor. Okay. Gestiken, Posen, Haarstile, okay. Prinzipiell nette kleine DLCs an der Stelle. Sind in Ordnung. Der nächste krasse Scheiß, den sie hier bringen, ist natürlich das mit dem Pre-Order. Hier, für diese Skins finde ich einfach süß. Für Palico und für den Paramute, für den Hund. Sehr süß. Und dann kommen sie mit dem Ding hier an. Und ich denke mir an der Stelle, oh, ich muss schon wieder so viel Geld ausgeben. Weil diese Dinger, die werden gut vergriffen sein. Vor allen Dingen der Magna Malo, der wird bestimmt sehr, sehr schnell vergriffen sein. Weil das wieder so ein detailreiche Figur sein wird. Und wenn ihr mal Monster Hunter Figuren gesehen habt, sei es vom Zinogre beispielsweise, nehme ich mal direkt mal so ein Beispiel. Zinogre Figma Figure. Mega detailreich, mega teuer. Natürlich sind es jetzt Action Figures, das sind jetzt natürlich die da. Natürlich ein schlechtes Beispiel. Aber ich nehme einfach mal Zinogre Figure. Wahrscheinlich Figma macht da zu viel anderen Scheiß da rein. Da haben wir die Zinogre fucking Figur. Mega geil. Und jedes Monster von diesen Figuren gibt es eine riesige Kollektion an 400 oder sowas Figuren für die verschiedenen Viecher, die es da drin gibt. Und jeder Sammler von solchen Figuren steht auf jede Art von Figur. Und dieser Magna Malo wird so schnell vergriffen sein, das glaubt ihr gar nicht. Ich werde mir definitiv Mühe geben und sogar versuchen, alle drei von denen zu kriegen, von den Amiibos, will mir die Layered Armors eigentlich umgehend entgehen lassen. Und auch, weil ich mir vorstellen kann, dass sie sehr schön werden, die Amiibos. Ich denke, die werden dann nächste Woche dann in den Events nochmal ein bisschen was dazu sagen und zeigen. Die werden bestimmt auch sehr schön sich auf dem Fenstersims machen oder prinzipiell im Regal. Also ich denke, die werden sehr, sehr hübsch. Freue mich prinzipiell auf die. Auch wenn das für mich natürlich wieder heißt, circa 20 Euro pro Stück in die Hand zu nehmen. Aber ja, machen wir. Monster Hunter Stories, auch nur ein ganz kurzer Umriss, weil ich da auch nicht wirklich viel Zeit damit verschwenden will, über ein Spiel zu sprechen, wo ich sowieso nicht sehr viel verbinde. Sehr schöne Optik. RPG-Elemente, okay. Bei mir kommen alle Warnsignale auf von wegen so hier Anime-Ästhetik und hier. Das Spiel wird Anime as fuck, ne, muss man ganz klar sagen. Man läuft durch die Gegend, man läuft durch irgendwelche Ruinen oder irgendwas. Dann gibt es da eine Anime-Szene von wegen so hier, ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, aber wir müssen das jetzt machen. Und Rathalos, ich weiß nicht, ob du mir vertraust, aber das Spiel sieht Anime as fuck aus. Und das behaupten bestimmt auch genug Leute über Monster Hunter an sich. Durch die ganzen Rüstungen und durch die Angriffe und alles. Aber ich kann mir vorstellen, das Spiel wird Anime as fuck sein. Ich habe keine Ahnung, was ich erwarten soll von dem Spiel. Den ersten Schnupperkurs, den ich von Monster Hunter Stories überhaupt bekommen habe. Und den Abschnitt zeige ich euch mal ganz kurz. War tatsächlich ein Ausschnitt, ein Collab mit Zelda, komischerweise. Ist komischerweise das hier gewesen. Sehr kurios für mich an der Stelle. Und tatsächlich wie es aussieht, unter anderem natürlich, dass man auf Monstern reitet, dass man Sachen erkundet und so weiter. Und was ich für mich ein bisschen sehr merkwürdig finde, weil ich bin erzogen als Spieler von Monster Hunter, das Viech da, dieser Azuros, der hat Klauen, der hat Krallen, der hat auch am Rücken Fell und diese Teile kann man abschlagen und dann kann man sich fette Rüstungen dazu bauen und feste, fette Waffen dazu bauen. Das hier ist ein klassisches RPG à la Pokémon
womit ich nicht meine Probleme habe, aber die für mich ein bisschen merkwürdig sind an der Stelle. Ja, also es ist nicht so, dass ich komplett abgeneigt bin, aber das fühlt sich unnatürlich an. Also es fühlt sich merkwürdig an. Aber lange Rede, kurzer Sinn, und auch das hier verrückt as fuck, auf jeden Fall, und Anime as fuck, ist etwas, was ich, sage ich mal, als Boomer, Veteran, Monster Hunter Spieler ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen, ja, nicht unbedingt positiv zugestimmt bin. Jedenfalls, Monster Hunter Rise ist eigentlich mein Hauptthema an der Stelle. Freue mich mega drauf. Ich bin mega gehypt. Ich will es eigentlich jetzt sofort schon spielen. Und ich habe eigentlich jetzt schon Bock, direkt Monster Hunter Generations wieder anzustarten und zu zocken. Bin sehr gespannt. Jetzt haben sie auch angekündigt bei Monster Hunter World, dass nicht mehr viele Updates kommen werden. Sei es wegen der aktuellen Lage, wegen der Pandemie oder sei es wegen allgemein wegen dem Inhalt, weil sie auch planmäßig gesagt haben, okay, jetzt kommt noch dieses neue Riesenmonster, der Phantalis, der auch ein Veteranenmonster ist an der Stelle von den früheren Teilen. Und jetzt konzentrieren wir uns quasi wieder auf einen Mainline-Titel, in dem Fall Monster Hunter Rise. Bin gespannt, wie gesagt, wird das definitiv noch mitverfolgen, was die in den nächsten Wochen so zeigen werden zu diesem Spiel, zu den Amiibos, zu allgemein bei diesen Digital-Events. Werd euch, sofern ich nicht zu sehr vom Hype überrannt werde, versuchen euch möglichst über das Ganze zu informieren. Und ja, hoffe, euch hat das prinzipiell gefallen. Und es wurde jetzt doch ein bisschen länger. Ja, der erste Kommentar wird bestimmt kommen. Zellos, ich mache keine langen Analysen. Zellos, 40 Minuten. Gut, machen wir auf jeden Fall mal Schluss. Hoffe, ihr seid genauso gehypt für Monster Hunter Rise wie ich. Wie gesagt, an der Stelle Discord gibt es in der Beschreibung den Link. Dann werden wir auch definitiv einen Sprachchat dafür aufmachen und ja, dann gehen wir gemeinsam auf die Jagd, wenn ihr Bock habt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.